Willkommen. Gegenstand dieses Videos sind zwei Größen, die leicht verwechselt werden. Und deswegen wollen wir das in dieser Mindmap genau auseinander dividieren. Wir haben einmal den Verschuldungsgrad und da gibt es noch den Ausdruck Anspannungsgrad. Das sind Synonyme, meint das Gleiche. Und auf der anderen Seite haben wir die Fremdkapitalquote. Und in der Tat sind diese beiden Kennzahlen ähnlich. Und zwar, sie sind sogar gleich, was den Zähler angeht. Sind beides Brüche und der Zähler ist bei beiden Kennzahlen gleich. Der Unterschied liegt also im Nenner. Der Verschuldungsgrad ist dividiert, ist definiert als Fremdkapital durch Eigenkapital mal 100. Und die Fremdkapitalquote ist definiert als Fremdkapital. Also schauen Sie nochmal nach rechts, da steht auch Fremdkapital. Zähler ist also gleich. Fremdkapital durch. Jetzt kommt der Unterschied. Gesamtkapital mal 100. So, der Unterschied, jetzt sage ich es zum dritten Mal, liegt also einzig und allein im Nenner. Dadurch ergibt sich aber auch eine unterschiedliche Aussage. Wenn wir das Fremdkapital ins Verhältnis setzen zum Eigenkapital, haben wir tatsächlich den Anspannungsgrad. Und je größer das Fremdkapital ist, das heißt, je mehr Schulden wir haben, desto höher ist der Anspannungsgrad. Wenn der Zähler steigt im Wert, steigt der Gesamtbruch im Wert. Die Anspannung wird also größer. Wenn wir Fremdkapital durch Gesamtkapital haben, haben wir im Prinzip die gleiche Beziehung. Wenn also der Zähler steigt, steigt die Fremdkapitalquote. Trotzdem ist die Aussage eine etwas andere. Fremdkapitalquote hat einen Gegenpol, das ist die Eigenkapitalquote. Da muss man nur den Zähler austauschen und dann hat man Eigenkapital zu Gesamtkapital. Statistisch gesehen ist die Fremdkapitalquote eine sogenannte Gliederungszahl. Und eine Gliederungszahl funktioniert immer nach dem Prinzip Teilmasse im Zähler durch Gesamtmasse. Das ist die Gliederungszahl. Sie zeigt also den prozentualen Anteil der Teilmasse, hier des Fremdkapitals, zur Gesamtmasse, hier Gesamtkapital. Die nächste Gliederungszahl wäre, wie ich gerade schon sagte, Eigenkapitals, auch wieder eine Teilmasse, zu Gesamtmasse, Gesamtkapital. Der Verschuldungsgrad ist eine sogenannte Beziehungszahl. Bei einer Beziehungszahl werden zwei Zahlen aufeinander bezogen, die in einem logischen Zusammenhang stehen. Zufällig stehen diese beiden Größen hier in einem sehr engen logischen Zusammenhang. Es gibt andere Beispiele für Beziehungszahlen, zum Beispiel Umsatz je Quadratmeter. Das ist eine wichtige Zahl im Einzelhandel, wichtige Controlling-Größe im Einzelhandel. Auch das ist eine Beziehungszahl. Hier ist es Fremdkapital zu Eigenkapital. Hier sind es zwei Größen gleicher Wertigkeit. Gesamtkapital hat hier bei der Fremdkapitalquote eine andere Wertigkeit, das ist die Gesamtmasse. Fremdkapital ist seine Teilmasse. Hier sind es zufällig zwei Größen gleicher Wertigkeit, nämlich das Fremdkapital und das Eigenkapital. Aber es könnte auch sein, dass man etwas anderes zueinander in Beziehung setzt, wie Umsatz
je Quadratmeter. Na, oder Benzinverbrauch je Kilometer. Na, das sind Beziehungszahlen. Wenn wir also nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden gefragt werden, ja, nehmen wir das mal auf, Gemeinsamkeiten, bedeutet das bei beiden Kennzahlen, Verschuldungsgrad und Fremdkapitalquote, ist der Zähler gleich. Unterschiede im Nenner. Na, einmal ist es Gesamtkapital bei der Fremdkapitalquote und beim Verschuldungsgrad ist es das Eigenkapital. Was haben wir noch an Gemeinsamkeiten? Beides sind Brüche. Beide ergeben einen, Ergebnis ist dann ein prozentualer Wert. Das soll dieses mal 100 ausdrücken, wobei man hier die Position vertreten kann, dass das mathematisch gar nicht so sauber ist, aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall in beiden Fällen ein prozentualer Wert und das ist auch wiederum eine Gemeinsamkeit. Unterschiede sind hier FK-Quote ist eine Gliederungszahl und der Verschuldungsgrad, kürzer ab, ist eine Beziehungszahl. Wobei wir hier wieder, wenn man will und noch ein bisschen was rausschinden muss, kann man noch eine Gemeinsamkeit hier erkennen, denn Gliederungszahlen und Beziehungszahlen haben eine Überschrift und die heißt Verhältniszahl. Ja, also kann man als Gemeinsamkeit wieder sagen, beides sind Verhältniszahlen. Das ist die Überschrift. Ja, und da gibt es eben als Unterpunkt der Verhältniszahlen gibt es eben unter anderem die Gliederungszahl und die Beziehungszahl und die Indizes. Ja, ist also wieder eine Gemeinsamkeit. Wird ja in Prüfungen oft gefragt, nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und das erkennt man, wenn man sich die Struktur anschaut. Ja, machen wir das hier noch komplett. Also der Unterschied ist im Nenner. Bei der FK-Quote ist der Nenner das GK, das Gesamtkapital. Und beim Verschuldungsgrad, kürz wieder ab, Verschuldungsgrad steht im Nenner das EK, das Eigenkapital. So, damit haben wir uns die Struktur angeschaut, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkannt und damit haben wir dieses kleine Thema auch bewältigt. Der Schlüssel geht, wie ich sehr oft gesagt habe, immer über die Struktur. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.